Glück auf und herzlich willkommen in diesem sehr seltsamen Flughafen hier in Mad Max. Eine Sammelstation gibt es hier noch, die andere haben wir beim letzten Mal auseinandergenommen. Es ist ein sehr spannendes Gebiet hier unten, finde ich. An die eine Sammelstation sind wir jetzt noch nicht rangekommen. Ich denke, da müssen wir einen anderen Weg nehmen. Da fahren wir auf jeden Fall jetzt wieder zurück, bis wir bei der Sammelstation sind. Und dann müsste da ja irgendwo die Umfahrung drumherum gehen. Oder aber wir finden hier unten endlich das, wonach wir suchen. Ja, die Sammelstation ist ja noch ein Stück, also müssen wir hier nicht Ausschau halten. Ja, hier sind nämlich eingezeichnet, hier ist ja nur aber nichts. Deshalb vermute ich, wir müssen dem anderen Weg folgen, der entweder nach unten oder weiter nach oben führen wird. So sehe ich das gerade. Wahrscheinlich weiter nach oben, weil wir ja jetzt auch oben sind. Und hier muss nämlich links irgendwo diese Abzweigung kommen. Die ich beim letzten Mal allerdings nicht gesehen habe. Hier ist die eingezeichnet. Woanders geht's hier nicht lang. Na, jetzt fahr doch mal ein Stück vor, Mensch. Ist ja wirklich sehr seltsam. Weil hier ist die Sammelstation jetzt eingetragen für uns. Aber wie sollen wir rankommen, ist die Frage. Zwölf Schrott gibt's hier, das muss wieder ein Riesenareal sein. She's in pain, Saint. I'm gonna fix. Ich sehe aber auch nichts, was uns jetzt hier helfen könnte, der Sache Herr zu werden. Hier oben geht's zwar überall rum, aber wir können es nicht erreichen. Gehört zum Flughafen. Gehört das auch noch zum Flughafen? Dann könnte man so vielleicht rankommen. Aber ich meine, ich hätte hier vorne nichts mehr gesehen, wo man irgendwie abzweigen könnte. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal näher an. Jeder Strohhalm zählt. Der hier auf jeden Fall nicht. Hier ist die Kreuzung eingezeichnet. Ich sehe hier aber keine Möglichkeit, einen anderen Weg zu nehmen. Hier ist Endstation. Och Mensch, ich dachte, wir finden das jetzt voll schnell alles. Wohl eher nicht. Wir kommen hier nicht zufällig irgendwo hoch, oder? Hier ist alles dicht. Oh, entschuldigt. Ich wollte nicht randalieren. Also irgendwie gehe ich falsch an die Sache ran. Thank you.
weiß nur noch nicht ganz wie. Kann ich hier zu Fuß hoch und da weiterlaufen? Geht das? Nee, hier komme ich nicht hoch. Hier oben ist ja eigentlich auch nichts weiter. Ich meine, das Gebäude an sich, das stimmt ja schon. Das ist dieses Teil, was wir von oben, wo wir von oben reingeguckt haben und uns gewundert haben, wieso wir nicht reinkommen. Das große Problem ist halt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir da jetzt rankommen. Das ist gerade die reinste Herausforderung. Hier ist auch nur Tunnel. Muss das nicht irgendwie von hier aus geschehen? Oder ist das ein anderer Gang? Ich darf das leider nicht als Schnellreisepunkt nutzen. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht noch einen anderen Eingang beim Eingang vorne haben, dem wir hätten folgen können und dann bei der anderen Straße hier rausgekommen wären. Der Sache müssen wir jetzt mal nachgehen. Weil hier unten jedenfalls kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Das sieht auch nicht so aus, als sollte ich da irgendwo anders langfahren. Stopp, 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 stopp. Wo geht's denn hier noch hin? Kommen wir hier eine Ebene tiefer? Entschuldigung. Gott, ist das ein verwirrendes Gebiet. Ich finde hier doch nicht wieder raus. Entschuldigung. Ja, komm, mach die erstmal ganz. Ich gucke inzwischen mal, was hier vor sich geht. Müssen wir links oder rechts? Eigentlich müssten wir nach links, hier kommen wir aber nicht lang. Vielleicht bringt uns rechts hier aber doch irgendwie weiter. Das sind Gebiete hier unten, ist ja ein Wahnsinn. Ich bin total fasziniert von diesem Flughafen. Auch wenn er mega gruselig ist. Ich habe wirklich überhaupt keinen Peil, wo uns das alles hinführen wird. Ich hoffe einfach mal zur Sammelstation. Festgesteckt. Was soll denn das?
ja fett. Ich komme hier nicht hoch. Darf ich hier nicht hin? Soll ich hier nicht hin? Was ist denn hier los? Das ist richtig wie so eine unsichtbare Mauer, die mich hier aufhält. Probier's mal rückwärts. Ich darf hier nicht lang. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich darf hier nicht lang. Ich muss hier lang wandern, das komme ich doch gar nicht lang. Weil hier geht's ja jetzt nur wieder zurück. Ah, wir gehen jetzt erstmal wieder in Gebiete zurück, die wir kennen. Das macht mich total fertig, dieses Flughafengebietszeug. Vielleicht ist das ja auch mit einer Quest verbunden, dass ich deshalb da nicht rein darf. Weil das war doch jetzt ganz klar eine unsichtbare Mauer, die da im Wege war. Was fehlt denn hier noch? Ein Minenfeld, eine Vogelscheuche und ansonsten Sammelstationen vom Feinsten. Dann fahren wir hier einfach nochmal los und haben ein bisschen Freude. Und dann gucken wir, was ansteht. Das ist alles so kompliziert manchmal in diesem Spiel. Das geht mir manchmal richtig auf den Kopf. Worüber man nachdenken muss. Dieser Flughafen ist ja so abstrus, absonderlich. Aber diese Sammelstation werden wir schon noch knacken. Aber jetzt habe ich wirklich im Kopf erstmal genug. Verzeihung! Oh, du Hund. Bitteschön. Ich nehme dich mal mit. Blöde Sammelstation hier, denkt sich, sie könnte mich aufhalten. Kann sie wahrscheinlich auch, weil ich nicht reinfinde. Doch, hier geht's lang. Ich hab die schon alle erwischt. Gut. So, was haben wir denn hier? Schrottpalette, Schrott, Wasserspeicherteile. Aha. Na, wenn ihr das sagt, wird's schon stimmen. Bitteschön. Für euch. Tag. Und ein Messer für den Helden. Gute Nacht. Und jetzt gibt's noch eine Wutexekution. Ich habe gehört, der steht da drauf. Haha. Oh, da ist die Palette, von der alle gesprochen haben. Aber ich will vorher nochmal runter, weil das sah so aus, als könnte es hier unten tatsächlich noch was geben. Weil hier sind auch überall noch Gänge. Hier zum Beispiel hätten wir beinahe Schrott vergessen. Ist auf der anderen Seite auch sowas? Nö. Gut, dann dürfen wir jetzt bestimmt nach oben. Und hier weiterschauen. Wir haben noch Munition für den Peter, der hat ziemlich viel verschossen.
Klappe! Gut, Munition. Munition und Schrott. Was gibt's hier noch? Noch mehr Munition? Da haben wir schon mal das Festungsbauteil. Und Schrott haben wir auch. Und damit ist der Suchbereich zu 100% abgeschlossen. Können wir eine Abkürzung nehmen? Ah! Die Abkürzung tötet Leute! Das Gebäude hat mir die Vorfahrt genommen, ich kann doch nichts dafür! Lad schneller, du Spiel! Lad noch schneller, du Spiel! Denn der Peter möchte weiterspielen! Guten Tag! Ich nehme jetzt aber mal mein tolles Fahrzeug hier mit meinem Dinky D mit. Wo ist er denn? Hier. Weil vielleicht stoßen wir ja aufs Minenfeld. Let's do this, dog. Ich meine, das muss ja irgendwo sein. So weit weg kann das ja nicht sein. Wir markieren uns einfach mal dieses Gebiet. Und vielleicht schlägt der Hund ja an und ansonsten haben wir halt noch was zu sammeln, ne? Unser Wuff, die wird das schon machen. Boah, ich bin richtig froh, Himmel über den Kopf zu haben. Dieser Flughafen, der hat mich ziemlich geschlaucht, obwohl wir gar nicht so lange drin waren. Aber drumherum überall alles so Gefangenschaft und wir mussten auf so engen Straßen fahren und das war ganz schön heftig. Aber irgendwann müssen wir halt bestimmt nochmal zurück, weil da ist ja immer noch diese Sammelstation, die ich will. Die kratzt an meinem Stolz. Und zwar ganz gewaltig. Das wäre bestimmt da oben lang gegangen, aber diese komische, unsichtbare Mauer, die ist noch nicht ohne Grund da. Und wir haben das Minenfeld gefunden, hä? Hab eine. Ich kümmere mich drum. Oh, da ist ein Schnippermann unterwegs. Ich hol mir erstmal eine Kugel. Kannst du eigentlich noch lauter bellen, um die so richtig auf uns aufmerksam zu machen? Boah, das war jetzt knapp, Hund. Hättest du nicht ein bisschen eher anschlagen können? Mein Gott, Walter. So, eine Mine versteckt sich noch. Okay, da ist er. Das dürfte ja eigentlich auch das letzte Minenfeld gewesen sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo eins versteckt ist. So, entschärfe alle 45 Landminen. Sehr schön. Deep Fryers Hoheitsgebiet 100% Bedrohung entfernt. Das ist doch was Schickes. Aber trotzdem sind wir hier noch nicht ganz fertig. Weil es gibt hier immer noch was zu sammeln. An diesen Ort begebe ich mich jetzt, um zu sammeln. Da glänzt schon Schrott. Hab gewonnen. Und geparkt. Nabend. Munitions... Ach so, der Gürtel ist voll. Ich muss erstmal nachladen lassen. Gut, jetzt darf ich aber mitnehmen hier, ne? Gut, danke. Ah, was haben wir denn hier Feines? Oh, ein Spielplatz. Dieses Bild ist so traurig. Wenige Minuten später sind die Bomben gefallen, aber ich glaube, die Kleine hat's geschafft. Ich hoffe es. I wouldn't wish survival on anyone. Not here.
Aber hier fehlt immer noch ein Tröpflein Schrott. Wenn ich das mal so sagen darf. Wo habt ihr den Schrott versteckt? Ich werde gleich ungemütlich. Aua. Bin ich wirklich so megamäßig blind? Dass ich nicht in der Lage bin, hier bei der Sammelstation den Schrott zu finden. Vielleicht hier im Rohr? Hm. Leute, ich bin ratlos. Und zwar sehr gewaltig. Was habe ich denn schon wieder übersehen? Muss doch irgendwo Schrott sein. Gibt es doch so viele Trümmer, da wird sich doch irgendwo noch ein bisschen Schrott finden lassen, hä? Mir fehlt doch auch gar nicht mehr viel. Ist doch nur noch ein Schrotthaufen. Ist der hier drin? Nö. Ich fühle mich total behummt. Aha! Schwere Geburt, aber ich hab's geschafft und jetzt geht's mit Vollgas zurück zur Festung. Und dann ist für heute auch Schluss. Ich hab genug. Mein Kopf sagt Peter. Peter, lass es sein. Das wird heute nichts mehr, Peter. Nee, komm, hör auf, Peter. Und ich höre auf meinen Kopf und deshalb sage ich Tschüss.